Es sind nicht mal 24 Stunden seit dieser Sache vergangen und man muss wieder auf dem Platz stehen. Ich denke im Großen und Ganzen, wir wissen natürlich, was in der Champions League, was für ein großer Wettbewerb das ist, was für ein Ereignis das ist. Aber auf der anderen Seite darf man das eigentlich auf gar keinen Fall vergessen, dass es kein Anschlag auf unseren Bus war, sondern das war ein Anschlag auf uns Menschen halt. Wir sind Menschen, man muss verstehen, was wir durchgemacht haben oder was wir erlebt haben. Und diese Minuten, irgendein Zeichen setzen mit Fußball, das ist sehr, sehr weit entfernt von meinem Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat uns keinen Gefallen getan, also denke ich jetzt mal, dass wir dieses Spiel hier sofort angesetzt haben, nicht mal 24 Stunden nach einem Anschlag. Verstehe ich eigentlich nicht. Ich kann natürlich nur für mich persönlich sprechen. Ich hatte nicht eine Stunde Schlaf in der Nacht. Das ist natürlich nicht die optimale Vorbereitung auf solch ein Spiel. Wir haben im Laufe des Tages auch Informationen oder Details erfahren müssen, die es nicht gerade einfacher gemacht haben, gerade mit diesen Metallstiften. Wenn man überlegt, dass die in der Kopfstütze gefunden wurden, ich meine, jeder weiß, was 10 cm davor ist. Und das macht es halt wirklich überhaupt nicht einfach, so ein Spiel dann auch eigentlich spielen zu wollen, aber am Ende mussten wir es. Ich werde diese Gesichter, die in dem Bus, in den Minuten, die werden mich mein Leben lang begleiten und es war schrecklich.